unserer Seite. Wir freuen uns riesig, mit Ihnen gemeinsam Schlüsselelemente für den erfolgreichen Start in Virtual Exchange Kurse erarbeiten zu dürfen. Mein Name ist Ivana Dražić und mit mir zusammen hier ist meine Kollegin Rebecca Prell und wir sind wissenschaftliche Mitarbeiterin im IVEC-Projekt an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Und wir durften schon ein paar Projekte mitbegleiten, ein paar Kurse. Also wir sind eben an der Konzeption, an der Durchführung und der Evaluation der Kurse beteiligt und sind beides von Haus aus Psychologinnen. Genau, und ohne jetzt viele weitere Worte zu verlieren, würde ich sagen, ja, let the journey begin. Wir sind jetzt eine kleine Runde und nichtsdestotrotz würden wir Sie gerne sozusagen Ihrem Standort abholen auf diese Reise und würden Sie bitten, mal Ihre Hand zu heben. Wer von Ihnen hat denn bereits Erfahrung mit der Entwicklung und/oder Durchführung von Virtual Exchange Kursen? Müssen wir mal gucken. Das müsste eigentlich hier in der Plattform möglich sein, dass man die Hand hebt, falls da jemand einen Tipp hat. Ich muss zugeben, ich weiß es selbst auch nicht. Ah, ich sehe auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mhm. Konnte jetzt aber nicht erkennen, von wem das kam. Sonst einfach vielleicht den Chat nutzen. Ein einfaches Ja würde reichen. Kollege Herr Schmidt hat auf jeden Fall auch schon Erfahrung gesammelt. Na, den Chat müssten Sie rechts an der Seite finden. Warten wir noch ganz kurz. Ansonsten, ja, sieht es aus, dass noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben. Ja, ich denke, es wird nichtsdestotrotz einiges auch für Sie dabei sein, oder insbesondere für Sie, weil wir da tatsächlich ja, von Null anfangen und Ihnen ein paar Einblicke geben und ein paar ja, Lessons learned auch aus unseren eigenen Erfahrungen mitgeben. Was sind so die Reiseziele für den heutigen Workshop oder für unseren Teil zumindest? Wir wollen einmal ein bisschen durchsprechen, wie kann so eine Struktur und die Konzeption eines Virtual Exchange Kurses aussehen? Was sind da insbesondere für Vorüberlegungen wichtig? Dann kommen wir auf die Icebreaker zu sprechen. Was gibt es da auch vor allem für Beispiele? Wir werden da auch aus unseren eigenen Beispielen berichten. Und zu guter Letzt gibt es eine kleine Zusammenfassung und da wird es auch Raum geben für Fragen von Ihrer Seite. Wir haben versucht, wirklich den Input so kurz wie möglich zu halten, damit dann eben am Ende auch ja, wir ein bisschen diskutieren können. Genau, dann kommen wir schon zur Struktur und Konzeption. Zu Beginn einer jeden Kollaboration und vor allem in Virtual Exchange Kursen, hat ja Herr Schulz auch schon gesagt, dass da ja dieser Kollaborationsaspekt besonders wichtig ist. Und da steht man eben vor der Frage, wie bildet man die Gruppen in solchen Kursen? Bei uns hat sich's ja als erfolgreich erwiesen, die Zuweisung nicht durch die Studierenden selbst machen zu lassen, sondern dass eben die Dozierenden oder die Projektleitenden übernehmen zu lassen. Warum? Weil häufig passiert sonst sowas, dass Studierende, die befreundet sind aus der einen Universität, sich zusammenfinden mit Studierenden, die befreundet sind aus der anderen Universität. Die gleichen sich meistens natürlich auch. Und dadurch können sogenannte Diversity Fault Lines entstehen. Also es ist wichtig, dass dann die Projektleitenden oder Dozierenden bei der Gruppenbildung darauf achten, dass die Gruppen möglichst divers aufgestellt sind. Denn was sonst passieren kann, ist eben, dass sich homogene Subgruppen bilden innerhalb einer Gruppe aufgrund dieser sogenannten Diversity Fault Lines. Was sind Diversity Fault Lines? Der wissenschaftliche Hintergrund da ist, dass es eben hypothetische Trennlinien sind, die ein Team aufgrund der Kombination von bestimmten Diversitätsmerkmalen seiner Mitglieder eben in zwei oder mehrere Subgruppen unterteilen können. Und da wissen wir aus der Wissenschaft eben, dass das Aufgaben- und Beziehungskonflikte verstärken kann und die Teamkohäsion verringern kann. Um das nicht so ganz, sozusagen, um das ein bisschen mit Leben zu füllen, haben wir auch eine kleine Übung mitgebracht. Und würden Sie jetzt bitten, mal die Voting-Funktion zu nutzen und sich zu überlegen, welche Gruppe
dieser beiden Alternativen erzeugt wohl die geringere oder erzeugt geringere Diversity Fault Lines. Nochmal zum Verständnis, laut der Theorie sozusagen entstehen, wenn es eine maximale Diversität in der Gruppe gibt, entstehen geringe Fault Lines. Und wenn gar keine Diversität besteht, wenn alle gleich sind, dann können der Theorie nach auch keine Subgruppen entstehen. Problematisch ist eben, wenn diese Kombination von bestimmten demografischen Variablen vor allem ja ungünstig ausfällt, sodass diese Diversity Fault Lines entstehen. Also in Gruppe A 2 Studierende aus Mexiko und 2 Studierende aus Deutschland, sowie auch in Gruppe B, aber da sind die Variablen Geschlecht und Alter eben bestimmt verteilt. Schaue ich mal ganz kurz. Ich hoffe, jeder und jede kann das auch jetzt sehen. Da müsste jetzt ein Feld aufploppen, welche Gruppe erzeugt geringere Diversity Fault Lines. Da würden wir Sie bitten, einmal abzustimmen. Wir haben schon 3 Stimmen, super. Sieht sehr eindeutig aus, sehr schön. Kann natürlich auch so ein Groupthink-Phänomen sein. Alle sehen, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon sehen, das Ergebnis, aber falls Sie sehen. Genau, es haben schon 11 abgestimmt und zwar alle 11 für Gruppe A. Ich warte noch einen Moment, vielleicht denkt noch jemand nach. Aber ich glaube, wenn man uns Referentinnen und Referenten abzieht, dann sind es auch gar nicht mehr so viele. Also würde ich sagen, es haben fast alle abgestimmt und es ist ganz korrekt, das ist Gruppe A. Diese würde eben geringere Diversity Fault Lines erzeugen, weil eben die Variablen diverser verteilt sind. In Gruppe B hätten wir eben die 2 mexikanischen Männer, die etwas älter sind, mit den 2 eher jüngeren Frauen in Deutschland. Das würde eben laut Theorie dann das Risiko erhöhen, dass sich da Subgruppen bilden und die Interaktion und die wirklich interkulturelle Austausch darunter leiden könnte. Und das sind genauso Aspekte, die man im Vorhinein eben sich überlegen sollte. Super. Neben diesem Gruppenbildungsaspekt gibt es weitere Vorüberlegungen, die wichtig sind, die sich ja bei uns auch rauskristallisiert haben in den Kursen, die wir durchgeführt haben. Und zwar gilt es da insbesondere erstmal auf die Unterschiede zwischen den Partnerhochschulen zu achten. Was ist damit gemeint? Beispielsweise kann es sein, dass es Wissensunterschiede zwischen den Studierenden gibt der unterschiedlichen Partnerhochschulen. Das sollte man auf dem Schirm haben, das sollte man abfragen und gegebenenfalls auch diesen Unterschied ausgleichen oder zumindest dafür sensibilisieren. Das andere ist, es kam bei uns auch schon vor, dass in manchen Partnerhochschulen der Kurs irgendwie unbenotet ist, in der anderen Partnerhochschule ist er benotet, kann man sich gut vorstellen, dass das auch zu sozusagen Unterschieden in der Motivation kommen kann, vor allem, wenn man das eben nicht proaktiv kommuniziert und auch für bestimmte Unterschiede sensibilisiert. Das zweite ist, was sich bei uns herausgestellt hat, es ist wichtig, Interdependenzen zu kreieren. Das schafft man, indem man eben die Aufgaben auf eine gewisse Art und Weise konzipiert, sodass die Studierenden eben ja gefördert werden darin, sich auch wirklich auszutauschen. Beispielsweise die Puzzle-Methode, Jigsaw-Methode ist eine Möglichkeit, diese Interdependenzen zu erhöhen. Was sonst eben schnell passiert ist, dass Studierende dann am Anfang einer Kollaboration sagen, so du machst das, du machst das, du machst das, wir sehen uns in 3 Wochen wieder und dann führen wir das zusammen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Die Studierenden sollen in engem Kontakt sein und sich eben auch also viel austauschen. Und der dritte Punkt ist, was man auf jeden Fall auch als Dozierende oder als Dozierender oder als Projektleitung im Hinterkopf haben sollte, ist, dass man sich überlegt, wie sensibilisiert man für bestimmte Barrieren in der interkulturellen und vor allem virtuellen Zusammenarbeit, die ja nochmal eine Doppelt- und Dreifach-Erhöhung der Barrieren eben erzeugt. Das sind ganz triviale Sachen wie die Zeitunterschiede. Wir hatten eine Kollaboration zwischen Mexiko und Deutschland. Auch dafür muss man erstmal sensibilisieren, denn das sind Hürden, die man so, sag ich mal, auf, im normalen Alltag vielleicht nicht hat. Aber auch sowas wie, wieso ist es wichtig, in einer virtuellen Kollaboration sich synchron zu treffen? Wieso ist es wichtig, die Kamera einzuschalten, etc.? Das sind alles wichtige Punkte, die auch im Vorhinein besprochen werden sollten.
Genau, das ist eigentlich letztlich auch eine perfekte Überleitung zum nächsten Teil, den Frau Prell gleich übernehmen wird, zum Thema Icebreaker, denn all diese Sensibilisierungen können auch in der Icebreaker-Session bereits angesprochen werden. Dafür eignet sich diese Session auch sehr gut. Bevor wir da aber jetzt sozusagen in Teil 2 übergehen, die Frage an Sie, haben Sie Fragen zum ersten Teil, sei es zum Diversity-Fortlines-Konzept oder allgemein? Haben sich da Fragen aufgetan. Gerne über den Chat oder auch übers Mikro direkt. Genau. Applaus gibt es nicht. Sonst wird es, denke ich, auch nachher Zeit geben. Notieren Sie sich sonst auch gerne oder vielleicht kommen die Fragen auch noch im Laufe des Workshops. Super, dann würde ich übergeben an meine Kollegin. Wunderbar, vielen Dank. Kann man mich gut hören? Ja. Ja? Oder nein? Ich kann nämlich leider nicht sehen. Also ich hoffe, dass man mich gut hören kann. Und gehe jetzt im nächsten Teil der Session auf Icebreaker-Aktivitäten ein. Und das ist ja eigentlich, wie Frau Rasic auch schon angesprochen hat, ein ganz wesentlicher Punkt, um Studierende in einer oder in VE-Kursen auf bestimmte Hürden oder Barrieren aufmerksam zu machen und halt eine Sensibilisierung zu schaffen. Und ich plaudere jetzt in dem nächsten Teil so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie Frau Rasic nämlich auch schon gesagt hatte, wir hatten diverse Icebreaker oder generell VE-Kurse und haben die genau unterschiedlich konzeptioniert und evaluiert. Und ich spreche jetzt ein bisschen über die Icebreaker, die sich bei uns ein bisschen als vorteilhaft herauskristallisiert haben. Übrigens ist das Ganze für uns jetzt auch noch hochaktuell, denn vor 2 Wochen hatten wir jetzt gerade den Auftakt, also eine Icebreaker-Session. Wir haben nämlich gerade eine Kollaboration, die mit der französischen INSEC Grande École läuft und der Universidad del País Vasco aus dem Baskenland. Also ist gerade hochaktuell für uns. Zunächst, was ist ein Icebreaker überhaupt? Also Icebreaker für diejenigen, die es nicht wissen, was ich so ein bisschen daraus schließe, dass wir auch einen Mini-Icebreaker am Anfang dieser Session hatten. Und da war ja die Resonanz eher gering, was Erfahrungen in Bezug auf VE-Kurse angeht. Also erkläre ich das nochmal ganz kurz. Also Icebreaker-Sessions sind eigentlich ja unterhaltsame Aktivitäten, die zum Auftakt einer Zusammenarbeit oder Kollaboration durchgeführt werden können. Also das können ganz unterschiedliche Strukturen annehmen, wie zum Beispiel ein Quiz oder eine Einstiegsfrage. Und die Zielsetzung von diesen Icebreaker-Aktivitäten ist, die Kommunikation zu fördern, aber auch ein bisschen Gelegenheit zu bieten, sich gegenseitig kennenzulernen. Abbau von Barrieren ist auch eine Zielsetzung. Und die Grundlage für die weitere Kommunikation zu schaffen. Bei uns geht ein Icebreaker so circa 60 bis 90 Minuten. Und ich habe dann noch den Kickoff eingeblendet. Der gehört strukturell allerdings nicht zur Icebreaker-Sessions. Ich habe den jetzt der Vollständigkeit halber da trotzdem aufgeführt. Der Kickoff dient eigentlich der Tatsache, organisatorische Aspekte zu klären, wie zum Beispiel, welche Kommunikationskanäle kann man nutzen? Wie können die Studierenden in Kontakt treten? Also das ist eigentlich eher so organisatorische Struktur, ist da aber jetzt trotzdem noch auf den Folien mit drauf, damit es für sie eine Vollständigkeit hat. So, der zweite Punkt oder generell die nächsten 3 Punkte, auf die gehe ich jetzt im nächsten ein bisschen genauer ein. Wir haben zum einen warm werden. Das dient, wie ich eigentlich auch schon erwähnt hatte, der Tatsache, dass die Studierenden sich hier gegenseitig in einer entspannten Atmosphäre kennenlernen können. Dann haben wir den Auftakt zur Gruppenarbeit und eine kleine Hausaufgabe. Gucken wir uns zunächst das Quiz an. Wir haben in unseren Icebreakern ein Kahoot-Quiz aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie die Plattform kennen.
Und dieses Quiz hat gleich mehrere Ziele. Zum einen soll es diesen thematischen Einstieg in das Hauptthema erleichtern, soll aber auch für mögliche Herausforderungen in der Zusammenarbeit sensibilisieren. Da haben wir wieder den Aspekt der Sensibilisierung. Soll für eine lockere und entspannte Atmosphäre sorgen. Und ganz wichtig, es dient eben nicht der strikten Wissensabfrage. Und genau das wird den Studierenden auch so kommuniziert. Genau, in dem Quiz haben wir unterschiedliche Themenblöcke. Wir haben einmal themenspezifische Fragen. Ich habe Ihnen rechts mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich der Kurs, den wir jetzt vor 2 Wochen gestartet haben. In dem geht es um erneuerbare Energien. Und hier ist ein Beispiel zu den themenspezifischen Fragen. Und Sie können sich ja mal selbst überprüfen, ob Sie richtig getippt hätten. Und ein Beispiel für Fragen zur Zusammenarbeit, die dann halt, wie gesagt, für interkulturelle und virtuelle Probleme sensibilisieren sollen, wäre dann hier ein Beispiel. Und auch hier könnten Sie sich mal wieder überprüfen, ob Sie richtig getippt hätten. Ja, also mit diesem Ziel, mit diesem Quiz wollen wir die Ziele erreichen, den thematischen Einstieg zu erleichtern und für mögliche Hürden und Barrieren zu sensibilisieren. Der nächste Schritt oder die nächste Phase in unseren Icebreaker-Sessions ist dann in der Regel das eigentliche Kennenlernen. Das ist eigentlich somit der wichtigste Schritt im Icebreaker und der ist in 2 Phasen unterteilt. Wir haben einmal im Plenum, also eine Plenumsrunde und im Plenum gucken wir gemeinsam ein Video. Das ist für diejenigen, die es interessiert, auch noch verlinkt in den Folien. Das heißt nämlich Optimizing Virtual Teams. Und in diesem Video erklärt eine Professorin verschiedene Aspekte virtueller Zusammenarbeit und erzählt die wesentlichen Forschungsergebnisse. Zum Beispiel, welche positiven Effekte es haben kann, die Kameras anzuschalten in der virtuellen Kommunikation oder warum es wichtig ist, die Technik vorher zu testen. Und diese Punkte klingen wenig trivial, aber sind trotzdem irre wichtig in der Zusammenarbeit. Und dieses Video oder generell diese Phase dient als Hilfestellung bei oder für den Einstieg in der virtuellen und interkulturellen Teamarbeit. Der nächste Schritt in diesem Kennenlernen ist, dass die Studierenden dann in Breakout Rooms gehen. Und in diesen Breakout Rooms treffen sie dann das allererste Mal auf ihre Kommilitonen, mit denen sie dann zusammenarbeiten. Wir haben das so strukturiert, dass Sie erstmal über dieses Video sprechen, Ihre Erfahrungen austauschen, auch einen Teamnamen finden, also generell erstmal locker in entspannter Atmosphäre sich kennenlernen. Dann zurück im Plenum besprechen wir natürlich noch, was in den Breakout Rooms sich herauskristallisiert, also welche herauskristallisiert hat, also welche Empfehlungen aus dem Video als hilfreich empfunden wurden, welche man vielleicht noch irgendwie ändern kann, etc. Und der letzte Schritt ist dann der Team Contract. Und der Team Contract, den haben wir erst seit Neuerem aufgenommen. Denn wir haben in den bisherigen Sessions oder VE-Kursen herausgefunden, dass insbesondere diese Gruppenarbeit kein Selbstläufer ist. Also hier passieren halt wirklich viele Hürden und Barrieren und um für diese zu sensibilisieren, haben wir einen Team Contract hinzugefügt. Ein Team Contract ist ein Teamvertrag und dieser dient als Hilfestellung bei der Gruppenarbeit. Und in diesem Team Contract können verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit geregelt werden. Ich hätte jetzt mal eine Frage an Sie, nämlich welche Kategorien könnten denn Teil des Team-Contractes sein? Am liebsten bitte einfach entmuten, weil ich den Chat leider nicht sehen kann. Oder Ivana liest es vor. Genau, ich habe ein Auge. Chat. Super. Frau Martin schreibt Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Sehr gut.
Gibt es weitere Ideen? Absprachen? Na gut. Franziska schreibt Ziele. Sehr gut, ja. Kommunikationskanäle bestimmen. Anwesenheit. Genau. Also was ich hier schon so ein bisschen raushöre, die meisten haben halt wirklich schon sehr konkrete Beispiele genannt. In unserem Team Contract haben wir Überkategorien formuliert. Was wäre denn zum Beispiel der Aspekt Pünktlichkeit? Das ist ja im Endeffekt eine Norm zum Beispiel. Wie möchte man im Team zusammenarbeiten? Und wie gesagt, wir haben Überkategorien formuliert. Das eine wären bei uns die Ziele. Das heißt, was möchte die Gruppe überhaupt erreichen? Das könnte zum Beispiel sein, jedes Teammitglied möchte eine gute Note haben. Des Weiteren als Kategorie haben wir Zuständigkeiten, das heißt, wer ist für was verantwortlich? Zum Beispiel, wer lädt bis wann die Abgaben in das bestimmte Tool hoch oder schickt es an den Professor? Und das nächste wären die Normen, das wäre dann sowas wie Pünktlichkeit. Zum Beispiel, jeder ist pünktlich zum Teammeeting oder wir schalten alle unsere Kameras während der Teammeetings an. Das sind die Kategorien, die wir haben. Sicherlich gibt es da noch diverse mehr. Sie können ja für sich einfach nochmal überlegen oder vielleicht auch im Miroboard festhalten, welche Sie noch für sinnvoll achten würden. Ich kann jetzt hier eigentlich, denn wir sind schon fast am Ende, mal ganz kurz switchen in ein Beispiel von uns, dass wir jetzt... ich hoffe, sieht man meinen Bildschirm immer noch? Ich hoffe es. Ja, kann man noch sehen. Sehr gut. Genau, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, wir haben jetzt vor 2 Wochen eine Kollaboration gestartet und unser Hauptkommunikationstool ist Padlet und die Informationen an die Studierenden geht über so eine Google-Site oder gehen an die Studierenden über so eine Google-Site. Das heißt, hier sind zum Beispiel Informationen zu dem Icebreaker, eigentlich das Ganze, was ich schon erklärt hatte. Hier dann, wie Sie Ihre Hausaufgabe einreichen sollen. Das sollten Sie nämlich in dem Falle über Padlet. Und da klicken wir mal kurz drauf und gucken uns das an. Aufgabe war es nämlich auch noch, nicht nur diesen Team-Contract zu erstellen, sondern auch dazu ein Video zu drehen, wo alle Personen gleichzeitig zu sehen sind und diesen Team-Contract vorzustellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Team-Contract eine sehr gute Möglichkeit ist, um die Studierenden zu motivieren und sozusagen im Loop zu halten. Genau, also hier einfach für Sie eine kleine Impression, wie das dann aussehen kann. Wunderbar, ich switche wieder zurück. Wir sind nämlich fast fertig und sind jetzt nämlich schon bei der Zusammenfassung. Unsere Reiseziele für diesen Workshop war es, dass ihr einmal Einblick in die Struktur und Konzeption von VE-Kursen Einblick erhalten, dann, dass sie Beispiele aus unseren VE-Kursen mitnehmen und vielleicht auch Inspiration für ihre eigenen VE-Veranstaltungen erlangen. Und hiermit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Takeaway, also bei dem Souvenir, was sie aus dieser Journey mitnehmen sollten von uns, und zwar, dass Kollaborationen in VE-Kursen absolut kein Selbstläufer ist. Das heißt, Kollaboration oder Gruppenarbeit hebt nicht von selbst ab und läuft nicht automatisch wie ein Flugzeugstart, sondern muss halt sehr gut vorbereitet und durchdacht werden und aber auch sehr gut begleitet werden. Und wir haben halt mit Icebreaker-Sessions ein gutes Tool an der Hand, das zu initiieren. So, dann wären wir auch schon in dem Frageteil. Je nach Zeit bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht kann Herr Schulz da nochmal einen Input geben. Ansonsten können Sie natürlich gerne auf dem Miroboard nochmal Fragen und Erkenntnisse mit Post-its hinterlassen. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Haben Sie denn Fragen, Anmerkungen? Kannst du es, glaube ich, gerade noch nicht sehen, ne? Im Chat, dann lese ich gerade mal vor. Und zwar von Frau Martins die Frage, für mich ist, oder die Aussage, für mich ist das VE-Konzept noch vollkommen neu, daher die Frage, sind diese Kurse dann in die Regellehre eingebunden und dienen der normalen Fachlehre oder ist es eher etwas Zusätzliches auf freiwilliger Basis?
Ja, dazu kann ich vielleicht einfach ganz schnell einsteigen. Wir hatten es unterschiedlich. Wir hatten in der ersten AlWeg-Runde hatten die Kurse noch Pilotcharakter. Das heißt, sie waren teilweise noch nicht ins Curriculum eingebunden. Wir planen das jetzt in der zweiten AlWeg-Runde oder in der zweiten Runde unseres Projektes. Das ging dann aber auch in die Richtung, die Frau Drasic am Anfang erwähnt hatte, nämlich diese Diskrepanzen oder diese Unterschiede zwischen den Partnerhochschulen. Denn bei der Partnerhochschule war der Kurs verpflichtend, also bei uns auch, aber die Benotung war unterschiedlich. Das hat dann natürlich zu Problemen in der Kollaboration geführt. Und wenn es da deutliche Unterschiede gibt, müsste dafür am Anfang sensibilisiert werden. Ja. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Gut, dann haben wir noch eine weitere Frage. Und zwar, sind Moderatoren dabei oder machen die Dozierenden den Icebreaker? Da kann ich vielleicht kurz was dazu sagen. Also zumindest in unseren AlWeg-Kursen war das so, dass tatsächlich wir Teammitglieder im AlWeg-Projekt sozusagen den Icebreaker durchgeführt haben und nicht die Dozierenden. Das ist natürlich von Kurs zu Kurs unterschiedlich, aber wir haben schon gemerkt, dass es an einigen Stellen auch wirklich Sinn macht, diese, sag ich mal, also unterstützende Personen dabei zu haben, die sich auch eher um die Struktur kümmern. Auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel mit der Ausarbeitung der Inhalte nicht viel zu tun, aber die Verzahnung ist sehr wichtig und dass wir auch wirklich auch im Kontakt sind mit den Dozierenden und uns da absprechen. Also letztlich beginnt ja jeder sozusagen Austausch zwischen Studierenden mit dem Austausch zwischen Dozierenden und Projektleitenden und auch da gibt es natürlich Hürden, aber um auf die Frage nochmal zurückzukehren, genau, also den Icebreaker haben wir dann durchgeführt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu Frau Martins Frage, genau, ob das freiwillige Angebote sind oder nicht, wie Rebecca meinte, es ist sehr unterschiedlich, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn das komplett freiwillig ist, dann kann das auch zu Problemen führen, denn natürlich braucht man für eine Kollaboration zwischen Partneruniversitäten auch genug Studierende von beiden Hochschulen. Ne? Dann passiert es manchmal, dass sich 20 aus der einen Hochschule anmelden, nur 2 aus der anderen, ist dann schwierig. Aber auf der anderen Seite, bis man sowas dann wirklich verankert hat im Curriculum, da braucht man eben auch ein paar Durchläufe, die erstmal freiwillig sind. Und da ist auch wichtig, dass man sich überlegt, wie macht man das den Studierenden auch schmackhaft. Also Marketing hier ist hier auch spielt eine wichtige Rolle, dass man das sozusagen auch gut das gut verdeutlicht, wieso es eigentlich so wichtig ist und von Vorteil ist, an solchen Kursen teilzunehmen. Dankeschön. Ich sehe hier noch 2 Fragen. Einmal läuft das so ab, dass Sie für die erste Stunde eingeladen werden, um das durchzuführen. Meinen Sie, dass wir eingeladen werden? Also wir sind ja aus dem... Ah, okay, super. Also genau, dass wir eingeladen werden. Naja, wir sind ja in dem Projektteam, deswegen haben wir diesen Icebreaker so in der Form, wie wir den jetzt gerade vorgestellt haben, auch konzipiert und wurden nicht extra eingeladen. Ich denke, das muss man intern für jeden VE-Kurs klären und regeln. Aber auch das beantwortet die Frage. Super, vielen Dank. Rebecca, ich würde vorschlagen, dass wir die letzte Frage, wir haben ja noch eine Frage von Frau Borel, vielleicht nehmen wir den Diskussionsteil mit, damit wir Herrn Schmidt jetzt noch die Bühne übergeben können für seinen Input zum Thema Evaluation und Prüfungen. Herr Schmidt, vielen Dank. So, sehen Sie meine Präsentation? Sehen Sie meine Präsentation? Ja, im Präsentationsmodus. Ah ja, sehr gut. Okay, dann vielen Dank für die Überleitung. Mein Thema kommt quasi am Ende, weil irgendwie müssen auch im digitalen internationalen Kontext Noten gefunden werden. Wir haben ein DAAD IVEC-Projekt namens MOVI, Remote Virtual Lab 4.0, durchgeführt. Aus dem berichte ich jetzt und speziell zum Thema Evaluation und Notenfindung. Erstmal ganz kurz den Kurs vorgestellt. Der wurde sofort curricular verankert und Marketing, um die Brücke zu schlagen, haben wir auch gemacht, aber einigermaßen sporadisch und ich glaube aufgrund
der Aktualität des Themas waren auf beiden Seiten, sowohl auf mexikanischer und als auch auf unserer Seite, der Kurs sofort ausgebucht sozusagen. Und der Kurs hatte zum Inhalt Machine Learning, also maschinelles Lernen als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz im Bereich der, der Business and Engineering Studierenden oder Computer Science and Engineering Studierenden. Wir haben auch ich mache mal einen Laserpointer an. Wir haben es auch so als Journey gestaltet sozusagen. Wir haben erst im ersten Event ein Icebreaker-Event gemacht, kulturelles und virtuelles Onboarding auf mexikanischer und deutscher Seite, haben unser International Office eingeladen und haben dann auch so interaktive Spielchen gemacht, die sehr, sehr gut angekommen sind, bevor wir dann hier die Randbedingungen nochmal genannt, mit den circa 35, 40 Studierenden gemischte Teams gebildet haben. Es waren 4 Professoren an Bord, ich war einer davon. Wir haben unterschiedliche akademische Kalender. Neben der zeitlichen Differenz zwischen den beiden Ländern, was wirklich eine große Herausforderung ist, der Kurs wurde sofort in beiden Unis curricular verankert und sollte Kompetenzen im Bereich der Industrie 4.0 und künstlichen Intelligenz ausbilden. Und besonders war, dass wir selbst entwickelt ein virtuelles Labor genutzt haben, um eben die Fragestellungen vom Machine Learning interaktiv bearbeiten zu können. Da sage ich auf der nächsten Folie was. Und hier diese Tour beschreibt quasi unsere, ich sag mal, Aufgaben im Sinne der, der Datentechnik, Data Science, die wir den Studierenden gegeben haben. Es ging am Anfang um ein sehr bekanntes Beispiel aus dem Bereich Machine Learning, Titanic-Desaster. Also wie ist die Wahrscheinlichkeit mit bestimmten Randbedingungen, dass man die Titanic-Katastrophe überlebt hätte. Dann haben wir Covid-19-Entwicklungen vorausgesagt, das Bestehen einer Prüfung, die Wirksamkeit von Medikamenten und so weiter, bis wir zu industriellen Anwendungsfällen gekommen sind und man am Ende da sage ich dann gleich was zu, dass auch der Inhalt eine Note für den Kurs bekommen hat und auch zusätzlich im Global Classroom verankert der Tech de Monterrey ein digitales Zertifikat und ein Digital Badge im Bereich Machine Learning. So viel erstmal ganz kurz zu den Inhalten. Wir haben dazu eine technische Umgebung benutzt, die wir selbst entwickelt haben, das sogenannte virtuelle Labor. Das heißt, die Studierenden haben ohne in irgendwelchen IT-Netzen zu sein, der jeweiligen Uni Zugang zu einem virtuellen Raum. Das ist mit sogenannten Docker-Containern designt und sie können eine Vielzahl von sogenannten Microservices, also Mikrodiensten nutzen, wie zum Beispiel Node-RED, das ist so, um IoT-Programmierung zu machen, oder Jupyter Notebooks, das sind quasi eine Entwicklungsumgebung für Python-Programme, die haben wir benutzt für das Labor. Nebeneffekt, die Studierenden haben ihren eigenen virtuellen Raum, kann man sich vorstellen wie ein Laborarbeitsplatz in physisch, und müssen natürlich, haben auch individuelle Verantwortung für diesen virtuellen Raum, weil sie kennen das alle bei sich auf dem Computer, sie legen Datei an, sie legen Verzeichnisse an und irgendwann finden sie gar nichts mehr, und diese Verantwortung wird auch durch den virtuellen Raum den Studierenden übertragen. Das war sozusagen noch in technischer Hinsicht eine Kompetenz, die ausgebildet werden sollte. So, Thema aber Notenfindung und Evaluation, ganz kurz. Sind wir im Zwiespalt, wir haben klassische Formate wie eine Präsenzklausur am Ende des Semesters oder auch neu in Corona-Zeiten haben wir auch an unserer Hochschule eingeführt, die digitale Prüfung mit der Software EFA Exam und einer digitalen oder physischen Aufsicht, je nachdem, wo die Klausur geschrieben wird. Da haben wir aber gesagt, das ist nicht geeignet für unser virtuelles Format zwischen Deutschland und Mexiko, und laut Curriculum oder Prüfungsordnung sind auch sogenannte Portfolioprüfungen als neueres Format zulässig. Was sind Portfolioprüfungen? Portfolioprüfungen sind quasi Lernprotokolle als Dokumentation des Ergebnisfortschritts, und diese Portfolios beinhalten individuelle Prüfungsleistungen verteilt über das Semester. Ganz wichtig ist, dass die Modalitäten zu Beginn des Semesters bekannt gegeben werden, damit sie allen Studierenden eben bewusst sind. Und als Dozent hat man einen relativ großen Gestaltungsfreiraum bezüglich der Häufigkeit und den Umfang der Prüfungsleistungen. Wir haben diese Portfolioprüfung gewählt. Ich sage Ihnen auch gleich, wie das zusammengesetzt ist.
Und es ist eben kein klassisches Format. Die Besonderheit bei uns in dem Kurs ist, dass neben der zeugnisrelevanten Note die Studierenden auch ein sogenanntes Digital Badge, also einen digitalen Anhänger erwerben können, was innerhalb des sogenannten Global Classroom Konzepts der Tech de Monterrey erworben werden konnte. Und diese besonderen Anforderungen dieses Digital Badge sind beispielsweise die Teilnehmer an einem solchen Icebreaker-Event und auch individuelles Feedback. Ja, und das war, denke ich, ein ganz großer Anreiz, insbesondere bei unseren Studierenden, dass man noch ein zusätzliches Zertifikat erwerben konnte von einer ausländischen Universität. Und wie gesagt, auf beiden Seiten waren die Kurse relativ beliebt, insbesondere weil, auf der Seite der Tech de Monterrey, weil da Anwesenheitspflicht und eine Platzbeschränkung herrscht. Und so waren innerhalb von 5 Minuten die 20 Teilnehmer, Teilnehmerinnen ausgebucht sozusagen. Zufälligerweise haben wir eine ähnliche Anzahl bei uns akquirieren können, sodass wir die Teams sehr gut mischen könnten. So, ganz kurz zur Notenfindung. Also wir haben die Portfolioprüfung gemacht und wie die Anteile der jeweiligen Prüfungsleistungen sind es hier gezeigt. Also zunächst gab es Quizzes über die E-Learning-Plattform Canvas der Tech de Monterrey. Das heißt, rein administrativ mussten auch unsere Studierenden Zugang zur E-Learning-Plattform der Tech de Monterrey haben. Das ist eine verwaltungstechnische Hürde, die wir auch genommen haben am Anfang. Also, die haben ein Quiz zum Fundamental, also zum Fundamental Understanding der Thematik bekommen im Wert von 25%. Dann mussten sie ein Paper abgeben, also eine kleine Arbeit zur Covid-19-Prognose in Mexiko. Dann gab es einen zweiten Quiz zum weiteren vertieften Verstehen im Wert von 25% der Note. Dann gab es eine weitere Studie in Form eines Datensatzes, der ausgewertet werden muss, die sogenannte Akahapa-Studie. Das ist quasi eine Lieferprognose zur Curry-Produktion in Indien. Und zum Schluss mussten die Studierenden ein wissenschaftliches Poster entwerfen und dieses auch vorstellen in der letzten Session der Vorlesungseinheiten und im Wert von 25%. Ganz wichtig, in Deutschland dürfen keine Teamnoten vergeben werden. Das heißt, es müssen immer individuelle Prüfungsleistungen sein. Das heißt, insbesondere in der Poster-Session muss es auch individuelle Wortbeiträge der Studierenden geben. So, und im Unterschied dazu, Global Classroom, ist die Verteilung ein wenig anders, weil im Bereich des Global Classrooms Konzept der Tech de Monterrey der Icebreaker-Event ein gewisses Schwergewicht hat, was auch im Nachhinein extrem sinnvoll ist, weil es hat sich, um bei den Vorrednerinnen anzuschließen, gezeigt, dass diese Icebreaking-Events extrem wichtig sind, um die Teamfindung vorauszusagen, was wiederum oder zu forcieren, was wiederum ein ganz wichtiger Bestandteil ist für das gesamte Restsemester, weil wenn das am Anfang gut läuft und die Teams sich finden, dann macht der ganze Kurs auch viel mehr Spaß und die Teams sind dabei, es entsteht eine Gruppendynamik und deswegen sind die Punkte hier entsprechend anders verteilt. Es gibt wieder 100 Punkte, Icebreaking Event mit 20 Punkten und die Poster Session ist geteilt ins Erstellen und Präsentieren eines wissenschaftlichen Posters und das Team-Feedback über Padlet. Das zeige ich gleich nochmal in live. Das haben wir auch benutzt, diese Plattform, um eben auf der einen Seite beim Icebreaker-Event sich selber vorzustellen als Team und auf der anderen Seite auch das Feedback zu geben. So, das zum Bereich der Notenfindung. Evaluation, da gab es 2 Indikatoren, wie der Kurs evaluiert wurde. Es gab erstmal eine laufende Evaluation, weil das auch für uns eine neue Erfahrung war. 2 Zeitzonen, 4 Professoren, relativ schwierige Vorlesungsinhalte, eine relativ große Spreizung der initialen Kompetenzen der Teilnehmer. Und deswegen haben wir uns selber die Auflage gemacht, wir wollen innerhalb der Vorlesung und nicht von Vorlesungsdurchlauf zu Vorlesungsdurchlauf besser werden und haben nach jeder Vorlesung ein sogenanntes Minute Paper abgefragt über das E-Learning-System mit 2 Fragen. Was waren Ihrer Meinung die wichtigsten Punkte in der heutigen Veranstaltung und welche Fragen blieben für Sie in Bezug auf die heutige Veranstaltung unbeantwortet? Diese beiden Fragen mussten die Studierenden beantworten und da kamen dann auch Hinweise, wie man
die Inhalte besser vermitteln, schneller vermitteln, langsamer. Ganz großer Punkt, aufgrund der unterschiedlichen akademischen Kalender war die Veranstaltung 4 Zeitstunden lang mit relativ schwierigen Inhalten, was einfach eine große Herausforderung, nicht nur für die Dozenten, sondern auch die Studierenden sind. Und dann gab es am Ende in Form von halbstandardisierten Fragebogen die Gesamtevaluation, wie man sie kennt, ne? Also hier ein kleiner Auszug mit der Software EFASYS. Das ist eine, ja, wie gesagt, die Studierenden können die Lehrveranstaltung bewerten, den Workload, die didaktischen Kompetenzen, digitale Unterstützung bewerten, und das lief über die Software EFASYS. Denke ich, relativ bekannt, halbstandardisierte Fragebögen, die am Ende eines jeden, gegen Ende einer Vorlesungsveranstaltung ausgeteilt wurden, digital, und wo den Studierenden auch Zeit gegeben wurde, diese auszufüllen, um dann Feedback zu geben. Für das individuelle Feedback im Global Classroom wurde auch Padlet verwendet. Da habe ich hier mal einen Auszug, und das haben wir eingeteilt in verschiedene Kategorien wie Challenge, Balance, Grouping, Culture und Surprise. Und eigentlich für mich der beste Kommentar, dass the best thing was that we had is not machine learning, also nicht die Vorlesungsinhalte, sondern dass Freundschaften entstanden sind, zukünftige Kollegen sich über der gesamten Welt gefunden haben. Und das war auch so das Feedback, dass dieses Format über 2 Kontinente anspruchsvoll war aufgrund der Thematik, aber auch sich wirklich gute Freundschaften in den Teams entwickelt haben. Ich mache ganz kurz mal einen Sprung in das Padlet. Also hier sieht man auch Teamnamen, ja, also 4 Compadres, Black Beans, und die haben sich vorgestellt über Miroboards, über kleine Videos, und wir haben uns auch vorgestellt über Videos am Anfang im Icebreaker-Event, und dann haben die Kursteilnehmer, hier scroll kurz durch, individuelles Feedback in den jeweiligen Kategorien gegeben. Ne? Also Balance, reflect upon the challenge and the complexity of balancing multiple interests and cultural differences in the case, solving problems. Und in diesen ganzen Kategorien, in den ganzen Kategorien wurden die entsprechenden Feedbacks gegeben. Und so haben wir in dem Kurs ein, ich sag mal, neueres Konzept zur Notenfindung etabliert, einfach der geschuldet dessen, dass in den virtuellen Teams es schlicht und ergreifend administrativ ein bisschen schwierig ist, eine Klausur anzubieten. Und es hat sich aber gezeigt über das Semester, dass das durchaus erfolgreich war, diese Art der Notenfindung. Und im Bereich der Evaluation, laufende Evaluation jeder einzelnen Vorlesung und dann Gesamtevaluation und dann nochmal ein geschriebenes Einzelfeedback über die Plattform Padlet. Das wäre so mein Input zur Notenfindung und Evaluation, und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.